Na, ihr Käsekroketten, heute mal der Part 2 zu der Krankenhausstory. Ich möchte euch da noch mal ein bisschen abholen. Und eine Sache muss ich auch revidieren. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, ich verlinke den. Und zwar zu dem Corona-Verdacht bei meiner Mutter, der so aus heiterem Himmel kam. Es war gar nicht die Hiobsärztin, die diesen veranlasst hatte, sondern eine Chirurgin, die meinte, bei den und den Symptomen müsste bei meiner Mutter nochmal ein Test gemacht werden. Also da muss ich mich revidieren. Das war nicht die Dr. Hiob, die natürlich nicht so heißt. Das ist nur wegen Hiobs Botschaft. Die hatte es nicht angestoßen, sondern eine andere Ärztin, vorsichtshalber. Natürlich war er negativ und es ist ja auch nichts Dramatisches. Es war nur die Fülle der Sachen, aber dazu halt im Teil 1. Da möchte ich mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Meine Mutter kam aus dem Krankenhaus am 7.5.2020 und ich hatte dieses Video ja vorgedreht oder vorher aufgenommen und dann zum 7.5., als ich wusste, sie ist aus dem Krankenhaus, habe ich das bearbeitet und am nächsten Tag dann hochgeladen und erstmal nicht gelistet, habe es ihr geschickt und meinte, schau dir das doch mal bitte an, ob das für dich jetzt so in Ordnung ist, ob du dazu irgendwas zu sagen hattest. Dann meinte sie, ja, 90% alles gut, aber diese Corona-Sache. Deshalb möchte ich das hier einmal richtig stellen. So, sie kam also am, lasst mich nochmal gucken, 7.5., einen Donnerstag aus dem Krankenhaus. Ihr ging es soweit gut. Meine älteste Schwester, die, ich weiß gerade gar nicht, wo sie jetzt wohnt, sie ist bestimmt wieder umgezogen. Meine älteste Schwester kam dann am Wochenende zu Besuch, weil sie eh auf Durchreise war und meinte, Mensch, ich würde gerne diesen Schlenker machen, um dich zu sehen. Es hätte ja auch schlimm ausgehen können und das wollte sie gerne noch. Wie so eine Verabschiedung, vorsichtshalber. Die war also am 9.5. bei meiner Mutter und war alles gut. So, ja, klar, Mutter ist geschwächt. Gerade nach dieser Operation, Blutverlust, Medikamenten. Wir hatten dann auch telefoniert und am Dienstag, den 12.5., rief mich dann mein Stiefvater an, musste noch ein paar Sachen klären. Sie wollten jetzt endlich mal die Unterlagen fertig machen, weil meine Mutter meinte, du siehst ja, wie schnell das passiert. Wir müssen nicht warten, bis wir 80 sind. Lass uns das bitte klären. Und er hatte dann noch ein paar Fragen an mich. Er brauchte dann noch ein paar Angaben. Und dann fragte ich halt, wie es meiner Mutter geht. Und er meinte, ah, heute ist kein so guter Tag. Sie war gestern beim Fädenziehen und seitdem ist Kreislauf ein bisschen schwierig. Also der Kreislauf geht nicht in Gang. So, und es liegt natürlich nicht am Fädenziehen, aber sie hatte danach halt Schmerzen und es ging ja nicht so gut am Montag noch, da hatten wir telefoniert. Und ja, sie blieb also im Bett. Und sie haben einen relativ großen Garten und sind ja auch so Selbstversorger mit Obst, Gemüse, allerlei. Und ich glaube, er war im Gewächshaus, um Sachen auszupflanzen oder zu wässern. Auf jeden Fall musste meine Mutter dann auf die Toilette. Meine Mutter hat ja noch die Thrombose im Bein, trägt auch einen Thrombosestrumpf. Der schränkt sie beim Gehen ein bisschen ein, weil man da das Bein nicht so gut knicken kann und ihr Kreislauf spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Sie brauchte also ewig, um auf die Toilette zu kommen und hat es Gott sei Dank gerade noch so geschafft. Und da wurde ihr so übel, dass sie unheimlich brechen musste. Also sie sagte, es war so ein Brechdurchfall, also der brach aus ihr heraus und es war auch nicht wenig. Gefühlt alles, was sie die letzten Wochen gegessen hat. Dazu hatte sie leider auch sehr hohes Fieber, 39,8 ungefähr. Schon bei 38,5 hätte, also ist das nicht so cool, gerade wenn man angeschlagen ist und ja. Da es ihr dann so schlecht ging, war das alles viel zu riskant für meinen Stiefvater. Der wusste nicht genau, was er machen sollte, also hat er einen Rettungswagen gerufen und ich habe von ihr eine Sprachnachricht bekommen, dass der RTW auf dem Weg ist, dass es ihr nicht so gut geht. Sie hat mir da dann halt erzählt, ne? Fieber, gebrochen und
sie hat es kaum aufs Klo geschafft. Ob ich bitte meine Schwester anrufen soll. Aber bitte erst, wenn sie Feierabend hat. Dann meinte ich, okay. Na, und sie hatte Spätschicht. Das heißt, sie arbeitet bis 22 Uhr. Dann dachte ich mir, okay, dann sag mir doch bitte Bescheid. Vielleicht gibt es denn ja schon was. Ich lüge sie einfach an, bis ich von dir Neuigkeiten habe. Ansonsten, also wenn ich bis 22 Uhr nichts Neues gehabt hätte, hätte ich ihr halt das genau so weitergegeben. Okay, ich hatte dann späten Nachmittag, frühen Abend, 17, 18 Uhr, hatte meine Mutter mich dann angerufen. Die ersten, ich glaube, Sonografie hatten sie gemacht oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die ersten Ergebnisse waren wohl da und ein Arzt war bei ihr und meinte, ja, das sieht alles nicht so gut aus. Der Tumor, der sich halt um die Arterie, Ader, wie auch immer, gewickelt hatte, den sie nicht vollständig entfernen konnten, der hätte sich gesplittet. Jetzt kommen die Kirchenglocken, sorry. Der hätte sich gesplittet und hätte jetzt gestreut. Man könnte gegebenenfalls, das steht aber noch aus, eine Operation machen, mit der ihre, also mit der man eventuell ihr Leben um maximal 1-2 Jahre verlängern könnte, falls das überhaupt geht und dann auch nur mit Chemo. Meine Mutter hatte ja vor 7 Jahren ungefähr oder 7, 8 Jahren eine Bestrahlung. Danach ging es ihr, also die letzten 7 Jahre waren für sie halt nicht einfach. Da sind viele Sachen hinterhergekommen, bedingt durch die Bestrahlung. Es war nun mal auch am Hals, da hängt viel in der Nähe zusammen. Und sie hat gesagt, Chemo, Bestrahlung, das macht sie nicht. Also sie hatte ja auch 2 Jahre nach der Bestrahlung keinen Geschmackssinn. Und das ist so Lebensqualität, die möchte sie sich nicht nehmen lassen. Und sie möchte lieber die Zeit, die sie dann noch hat, so gut es geht, verbringen. Und er meinte dann so, alles klar. Sie würden sie jetzt auch für die Palliativstation vorbereiten, dass sie da auch auf die Medikamente eingestellt werden kann und ob sie dann ins Hospiz möchte oder häuslich gepflegt werden möchte. Das killt mich immer noch ein bisschen, ne? Also diese Frage finde ich halt auch schon, das ist so niederschmetternd und so endgültig. Und so ging es bestimmt meiner Mutter auch. Sie sagte halt, naja, ist halt scheiße, so und so sieht's aus. Und ich werde jetzt für die Palliativstation, bin ich angemeldet. Und genauso habe ich auch geguckt, was ist die Palliativstation. Das ist quasi die Vorstation vom Hospiz, wo es einem so erträglich gemacht wird wie möglich. Also keine Schmerzen, Wohlbefinden soll gesteigert werden. Dass man halt die letzten Tage, Wochen so angenehm wie möglich verbringt. Ohne halt von Schmerzen und Übelkeit und dies und das. Also scheiß drauf, was für Nebenwirkungen oder was für Medikamente, solange die Nebenwirkungen nicht einen übermannen und es einem schlechter geht. Laienhaft ausgedrückt. Ich bin keine Medizinerin. So, danach soll es dann ins Hospiz und ich habe mich erstmal zusammengerissen. Ich weiß, dass meine Mutter ist ja nicht kalt, aber ihr geht es damit ja schlecht. Dann soll sie mich nicht auch noch trösten müssen. Meine ich, okay, scheiße. Muss noch irgendjemand informiert werden. Weil an dem Punkt war ja, okay, du hast jetzt maximal 3 Monate. Also, was heißt maximal 3 Monate? Ihr wurde keine Zeit gesagt, aber es ist halt, du hast, glaube ich, ein Aufenthaltsrecht im Hospiz von ungefähr 3 Monaten, weil diese Plätze sind ja begrenzt. Du hast ja nicht überall ein Hospiz und du hast auch nicht überall eine Palliativstation und man muss ja irgendwo einen Zeitpunkt ausmachen, ne? Also ob du dann zur häuslichen Pflege übergehen musst mit ambulanter Hospizpflege oder in ein anderes Hospiz verlegt wirst, da bin ich mir nicht sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es begrenzt ist auf einen Zeitraum von 3 Monaten ungefähr. Und die Plätze sind halt rar. So, und weil ja auch viele haben niemanden, der sie pflegen kann oder sie möchten das halt auch nicht. Und ja, gut, ist halt kacke. So, muss ich irgendjemanden anrufen?
ich möchte auch nicht, dass mein Stiefvater alles alleine machen muss. Und dann meinte sie, nee, weiß ich nicht. Also eigentlich, das muss ja eigentlich keiner wissen. Meine ich, Mama, wenn du jetzt stirbst, dann sollten das deine Brüder, die noch leben, schon wissen. Und dann meinte sie, ah ja, könntest du deinen Onkel anrufen? Und ich sag dann, also sie sagt dann ihrem anderen Bruder auch Bescheid. Und dann meinte ich, okay, dann habe ich mich weiterhin zusammengerissen, habe dann meinen Onkel gleich angerufen. Der war erstmal erstaunt, warum ich ihn anrufe, weil ja, wir sehen uns mal irgendwie auf Familienfeiern, aber wir sehen uns halt nicht regelmäßig. Und ich habe ihn jetzt auch schon bestimmt 3-4 Jahre nicht gesehen. Und dann meinte ich, ja, so und so sieht's aus. Und er so, was, wieso, krass, was? Und er hat das halt gar nicht begriffen, weil er wusste zwar, dass meine Mutter vor 7-8 Jahren Krebs hatte, aber nicht diese ganzen Nachwirkungen. Das, da hat sie nie was erzählt. Sie hat immer gesagt, ach nee, bei uns ist alles gut, mir geht's gut. Oder ja, ja, ich muss da mal kurz ins Krankenhaus, aber macht euch keine Sorgen, alles in Ordnung. Und er war dann halt erstmal so, okay, krass, kann man sie besuchen? Wenn du sie besuchen kannst, sag mir mal bitte Bescheid, dass ich da mitkomme. Und meinte, ja, du darfst sie aber auch anrufen. Also meine Mutter möchte halt jetzt nicht belagert werden. Und ich meinte, du kannst sie gerne anrufen und erstmal so mit ihr sprechen, weil ich nicht weiß, also auf der Palliativstation wäre es dann so, dass man das irgendwie schon hinbekommt, dass man halt, wenn es zu Ende geht, seine Angehörigen sehen kann, trotz Corona. Da geht es aber auch nicht immer nur um die einzelne Person, sondern es ist ja ungefähr so, wenn du jemanden im Krankenhaus besuchst, es ist so ein bisschen, gerade zu dieser, also mit Corona-Zeit, ist es halt so ein bisschen wie ungeschützt Gangbang haben. So, du triffst dich zwar mit einer Person, aber dann kommt da halt die Pflegekraft und die trägt es dann vielleicht weiter und dann ist es so, und dafür will keiner verantwortlich sein. Gerade alle, die im Krankenhaus sind, sind ja, oder 80% sind ja wirklich geschwächt. Andere sind halt, okay, ich habe mir meinen Knöchel gebrochen, sonst geht es mir gut. Nur als Beispiel. Ihr versteht das schon. Okay, der war jetzt erstmal gefasst, musste das aber erstmal verarbeiten. Und wie er das verarbeitet hat, also das war für ihn dann auch, also Spoiler, er hat viel geweint und auch bei meiner Mutter am Telefon geweint. Gut, dann hatte ich das erstmal. Ich habe dann versucht, mit meiner Schwester zu telefonieren, die nun länger arbeiten musste, als sie gedacht hatte. Ich dachte halt 21 Uhr, aber es war 22 Uhr. Und ich schrieb ihr dann, wenn sie zu Hause ist, soll sie mich mal anrufen, ich bräuchte ihren Rat. Und dann meinte sie, ja, ich habe in einer halben Stunde Feierabend und dann fahre ich heim. Ist ja alles gut, habe versucht locker zu bleiben. Und dann meinte ich, sitzt du? Und sie so, oh Gott, ich wusste, warum solltest du meinen Rat haben wollen? So, wenn, dann will sie so meinen Rat haben. Ich wusste nicht, wie ich sagen sollte. Dann habe ich sie halt auf den Stand gebracht und natürlich hat sie geweint. Dann habe ich geweint, dann haben wir zusammen geweint. Und Franz war bei seiner Familie in der Pfalz und er war auch total geschockt. Bei ihm hatte ich mich ja auch schon ausgeheult. Hatte ich vor dem Telefonat mit meinem Onkel geheult? Bestimmt habe ich Franz angerufen und geheult. Gut, wir haben uns dann verabredet, dass ich dann wieder am Wochenende zu ihr fahre. Es war ja nun Dienstag spät abends. Aber ich habe ja den Hund hier und meine Schwester hat 2 Katzen. Das geht dann halt nicht. Zumal frisst Rambo den Katzen das Fressen weg. Dann sind die sauer, dann ist er genervt. Naja, egal. Gut, lasst mich kurz in meinen Planer gucken. Meine Mutter wurde erstmal auf die Kardiologie verlegt wegen ihrem Kreislauf. Da war alles wieder so süß. Also wirklich, also gerade so die Nachtschwester, die blieb ihr auch im Herzen. Die kam dann nachts rein und meinte, ist alles okay hier? Brauchen Sie noch Medikamente? Sie dürften viel mehr Schmerzmittel bekommen, als Sie jetzt haben. Ne? Sagen Sie einfach Bescheid, das ist gar kein Problem. Kriegen den guten Shit. Das fand ich ganz, ganz süß. Am 15., den Freitag,
hat meine Schwester mich dann abgeholt. Ich habe Franz nur ganz kurz gesehen. Wir haben Hund übergeben, tschüss gesagt. Und dann hatte meine Mutter gesagt, also ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn es mir so, also wenn es mir so gut weiterhin geht, wie es mir jetzt geht, dann könnten wir uns morgen sehen, am 16. Und ob wir ihr nochmal Sachen bringen. Ach so, das war eigentlich Hauptgrund. Nein, 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 warte. Nee, nee, das war Freitag, 15.05. Meine Schwester hatte mich angerufen und sie meinte, wenn es mir so gut geht, bleibt wie jetzt gerade, dann könnten wir uns nachher sehen, wenn ihr mir die Sachen bringt. Weil wir wollten halt noch frische Klamotten, Äpfel, Bananen, weil aus irgendeinem Grund gab es kein Obst. Ich weiß nicht, hängt bestimmt mit Corona zusammen. Auf jeden Fall, dann könnte sie mit dem Rollstuhl halt runterfahren und wir könnten uns sehen. Und ich hatte sie ja schon länger nicht gesehen. Dann meinte ich, ja, aber das zählt nicht als Abschied. Also hier mal kurz im Krankenhaus sehen, du im Rollstuhl und wir mit Masken und so. Nee, 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 ne? Und dann meinte sie, nein, Quatsch. Und ich muss sagen, meine Mutter sah gut aus. Sie sah nicht so aus wie jemand, der jetzt gleich an Krebs stirbt. Und natürlich habe ich mich gefreut, sie zu sehen. Wir haben uns dann halt unerlaubterweise in diesen Eingangsbereich, weil das windgeschützt war, gestellt. Ich hatte auch die ganze Zeit Mundschutz auf und habe Abstand gehalten und haben uns unterhalten. In der Zeit rief dann ihr einer Bruder an und hatte halt doll geweint und seine Freundin hatte dann auch. Und sie so, könnt ihr bitte aufhören zu heulen? Muss ich euch jetzt trösten? Ich weiß, das klingt jetzt kalt, aber irgendjemand muss, also man muss halt sterben und ich sterbe halt jetzt früher, aber es sterben auch Kinder, was viel dramatischer ist. Ich habe ja mein Leben gelebt und jetzt ist es halt so. Und sie möchte halt nicht noch andere trösten müssen. So, ja, natürlich sind alle traurig, aber es sind ja auch immer egoistische Gründe. Ich werde dich vermissen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll ich damit umgehen, wenn du nicht mehr da bist? Bla bla. Also das ist ja oft eher so egoistisch. Man vermisst diesen Menschen, der ja dann geht. Die Person, die stirbt, dem ist es meistens ja dann egal, weil ist ja dann tot. Also für die Hinterbliebenen ist es schon krass. Und es klingt vielleicht auch hart, aber ich glaube auch, hätte meine Mutter ein bisschen offener gespielt, wie es ihr tatsächlich geht, hätten sich andere viel eher darauf einstellen können. Ich habe trotzdem gehofft, dass sie den Altersdurchschnitt oder den Sterbedurchschnitt der Familie nicht unterbietet. Aber hat sie auch noch nicht. Spoiler Alert. Gut, also waren wir da. Wir haben ihre alten Sachen mitgenommen, ihr neue Sachen gebracht. Wir haben uns unterhalten. Dann ging es mit dem Kreislauf ein bisschen. Und sie wurde an dem Tag, glaube ich, auch verlegt. Und ja, so nach einer Stunde haben wir uns dann halt getrennt. So, wir konnten sie auch nie aufs Zimmer bringen. Und sie musste dann mit den Sachen zwischen den Beinen auf dem Rollstuhl irgendwie da hin. Und dann kam die Empfangs-, also die von der Information, die Dame, und hat sie auf ihr Zimmer gebracht. Das war süß. Ja, uns ging es gut. Wir waren erleichtert. Sie sah gut aus. Ihr ging es einigermaßen gut, trotz dieser Horrornachrichten. Und Samstag ging es ihr schon wieder nicht so gut. Da sie nun verlegt worden ist, hatte sie, also sie kam auf ein Vierbettzimmer mit außenliegender Toilette auf der inneren. Finde ich ja immer schon mal nicht so gut durchdacht, weil oftmals ist ja auch Magen-Darm-Probleme und dann musst du auf den Gang laufen, um da auf die Toilette zu gehen. Du hast nicht so die Privatsphäre, bist direkt am Gang. Aber okay. Gut, meine Mutter hatte ja einen Kreislauf, immer noch Probleme und hatte auch oft, dass sie entweder Magen oder Darm hatte. Oftmals war es halt Erbrechen. Und ja, war nicht so praktisch mit der Toilette auf dem Gang. Zudem kam leider auch, dass auf dieser Station die Schwestern nun nicht so engagiert waren oder das Pflegepersonal nicht so engagiert war, wie auf den ganzen anderen Stationen, die meine Mutter bis dahin kennengelernt hat. Also Gyn und Kardiologie ist ja jetzt auch nicht das ganze Krankenhaus, aber der Durchschnitt war schon alle sehr lieb und sehr engagiert. Zum Beispiel war es so, dass sie musste Infusionen bekommen, Flüssigkeit und Medikamente über Infusion.
Und sie meinte halt so, oh, mit dem Schlauch im Arm und dann frühstücken, ich würde gerne frühstücken. Können wir das danach anbringen? Meinten, gar kein Problem und waren nie wieder gesehen. 2 Stunden später, also der Thrombosestrumpf war noch nicht angezogen, es war weder die Flüssigkeit angehängt noch die Medikamente, klingelte dann meine Mutter und meinte, nun, das Frühstück ist ja jetzt schon seit 1,5 Stunden vorbei oder 2. Ich bräuchte Hilfe beim Thrombosestrumpf und hier steht auch noch eine Infusion. Also sie hatten es halt schon in der Hand und haben es dann halt stehen lassen. Ich weiß nicht, ob das gekühlt werden muss oder nicht. Ich denke nicht. Und das war bei allem so. Sie wurde an den Tropf gehängt. Es kam auch keiner mal, um zu gucken. Sie musste immer klingeln, ob an oder ab. Und wenn sie irgendwas brauchte oder irgendwo hin wollte. Und von den anderen Stationen war sie es halt gewohnt, dass da immer jemand kam. Okay. Nun hatte sie eine Bettnachbarin, die unheimliche Schmerzen hatte und sehr verwirrt war und immer versucht hatte, ihren Infusionsständer umzuschmeißen. Aus Hektik, also nicht boshaft, sondern einfach nur aus Hektik, also ihren eigenen, nicht den von meiner Mutter. Und sie konnte nicht klingeln, weil sie diese Klingeln immer wieder irgendwo im Bett verloren hat. Also musste meine Mutter immer klingeln. Das zog sich 1,5 Tage so lang und an dem letzten Tag, bevor diese Frau verlegt worden ist, saß sie zwischen den Gittern. Also die hatten bei ihr am Bett die Gitter hochgemacht, damit sie nicht rausfallen kann, aber da ist irgendwie so eine Sitznische, also so ein Loch im Gitter, wo die Patienten sich vielleicht hinsetzen können oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall saß die ältere Dame da und kippelte so nach vorne. Meine Mutter hat totale Panik bekommen, Adrenalin hoch, Kreislauf mal kurz außer Gefecht gesetzt, der spielte gerade keine Rolle. Sie hingestürmt, die Frau wieder ins Bett gelegt, geklingelt und danach ging es meiner Mutter natürlich schlecht. Aber sie meinte, wäre die Frau da jetzt aus dem Bett gefallen, das wäre Horror für sie gewesen, weil da ist dann auch gleich das Fenster gewesen, dann wäre sie vielleicht dann noch aufs Fensterbrett oder so. Also Horrorvorstellung, das so. Dann wurde die Dame verlegt, weil sie Besuch von ihrer Tochter bekommen hatte. Ich hoffe, diese Frau lebt noch. Ich hoffe, ihr geht's gut. Ich hoffe, das war kein Abschied, sondern einfach gut organisiert. Nun hatte meine Mutter eine andere Zimmernachbarin bekommen, die out of mind war. Also sie hat wirr geredet, sie hat geschrien. Sie hatte auch eine andere auf dem Flur, die immer gemeckert hat. Und mit einer leicht verstellten Stimme rief er, halt die Klappe, jetzt halt endlich die Klappe. Dabei war sie das selber. Shit, auf jeden Fall die Dame, die hatte Halluzinationen, die hat immer gesagt, wer ist da? Wer ist da? Was ist hier los? Und dann irgendwie Uwe. Uwe. Aha, Uwe. Man kann drüber lachen, weil man nicht so übermüdet und angeschlagen ist wie meine Mutter. Die fand das überhaupt nicht witzig. Sie hat sich echt Sorgen gemacht. Die hat dann auch irgendwie Atemnot oder sowas gehabt. Da musste meine Mutter auch regelmäßig klingeln. Nun hatte sie in der vorletzten Nacht nicht geschlafen, wegen der Dame, die fast aus dem Bett gefallen ist. Da hatte sie so Angst, dass der irgendwas passiert. Dann hatte sie tagsüber eine halbe Stunde geschlafen, als die Dame verlegt worden ist, bevor die andere kam. Und dann war diese halt sehr, sehr laut, dass meine Mutter wieder nicht schlafen konnte. Dann ist sie gegen 10, halb 11 zum Schwesternzimmer und meinte, haben Sie vielleicht Watte für die Ohren, weil Oropax kriegt sie nicht rein. Die halten bei ihr irgendwie nicht, keine Ahnung. Ich habe es bei ihr auch versucht, kein Durchkommen, ob die Watte hätten. Meinten sie, nee, Watte haben wir nicht. Hä? Okay. Okay. Stecke ich nicht drin. Also, Watte gab es nicht. Dann meinte meine Mutter, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich bin fix und fertig. Ich habe letzte Nacht schon nicht geschlafen. Diese Nacht werde ich nicht schlafen. Und so hatte sie es dann halt auch endlich mal geäußert. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie ansatzweise auf den Damm kommen soll, wenn ich halt nicht schlafen kann. Dann hatte sie ihre Zimmertür aus Bock auch offen gelassen, damit halt diese Schreie, das Gestöhne und das Gesabbel über den Flur zum Schwesternzimmer dringen, zum Pflegezimmer. Es tut mir leid, ich weiß, ihr seid
Schwestern ist sehr oldschool, ich bin sehr oldschool, bitte nimm mir es nicht böse oder übel. Die Ansage und das Tür offen lassen bewirkte dann, dass man diese arme Frau mit Halluzination auf den Flur lagerte für diese Nacht. Meine Mutter konnte dann 2 Stunden schlafen und wachte dann auf, weil wieder irgendwas passiert war. Also sie hatte es schon in einer Nacht, da kam dann auf einmal ein Mann ins Zimmer, der sich halt verlaufen hatte. Der suchte die ersten beiden Betten ab, die leer waren. Suchte die ab, weil irgendwie so erst die eine Seite, ist das mein Bett? Nee, ist ja noch Plastik drum. Andere Seite auch und dann so, fuck, falsches Zimmer. Kann passieren. In dieser Nacht passierte wieder etwas und Geschrei und meine Mutter wachte nach 2 Stunden auf, es war ungefähr 1 Uhr, und rief, also fragte dann so, seid ihr noch wach? Und es war dann Sonntag, 17.05., da hat meine Schwester Geburtstag. Ich hatte ihr auch gratuliert. Ja, haben wir da einen Sekt aufgemacht? War das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weinte meine Mutter und meinte, ich habe so Panik. Ist das hier wirklich die Innere? Es kann doch nicht sein. Hier sind nur Menschen, die nicht mehr klar denken können. Bin ich hier, werde ich hier weggesperrt? Bin ich hier auf einer psychiatrischen? Was ist hier los? Ich habe echt Schiss, dass die irgendwas mit mir machen. Man muss sich ja auch vorstellen, das klingt jetzt so super dramatisch, aber bei sehr vielen Menschen ist es so, die betreten das Krankenhaus und fühlen sich so ausgeliefert, dass sie auch ihre Verantwortung abgeben. Die wissen nicht, was sie wann tun sollen. Man muss ihnen öfter sagen, wann sie ihre Medikamente nehmen müssen. Das ist einfach so ein komischer Prozess im Kopf, der da passiert. Manche haben eher Angst, manche sind auch total cool, die wissen genau, was zu tun ist und dies und das. Und manche, für die ist das so ungewohnt und so eine komische Situation, dass die wie kleine Kinder sind. Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Wie funktioniert das hier? Und meine Mutter gehört dazu, dass sie sich da, sie war jetzt öfter im Krankenhaus, aber es ist jedes Mal irgendwie so schwierig für sie. Und gerade in dieser Zeit ist es noch mal viel schwieriger, weil sie sich so alleine fühlt. Und dann meinte ich, Mama, also die werden dich, also die haben da keine psychiatrische. Und ich google das jetzt, dann habe ich die Station gegoogelt und meinte, hier, da steht es auch schwarz auf weiß und die haben halt einfach nur, dadurch, dass sie die Betten nicht richtig belegen können, sind ja auch nicht voll ausgelastet. Aber dadurch werden ja auch Patienten von anderen Stationen woanders hingelegt. Und zum Beispiel das Krankenhaus in Elmshorn ist ja nur für Corona-Patienten reserviert. Und dadurch, ja, und manchen geht es halt auch einfach nur nach Narkose halt einfach furchtbar und die wissen nicht, wo sie sind und brauchen da länger, um sich zu erholen und können da dann halt auch vielleicht halluzinieren oder ein bisschen wirr reden. So. Da konnten wir sie dann beruhigen und sie meinte, also meint ihr, ich kann jetzt in Ruhe schlafen und da passiert nichts. Und dann meinten wir, ja, du kannst in Ruhe schlafen, es wird nichts passieren. Und dann hatten wir am nächsten Tag, also ich hatte dann noch mit ihr gesprochen und meinte, du, wenn es dir jetzt aber so schlecht im Krankenhaus geht, ne? Willst du dann wirklich noch auf die Palliativstation, weil deine Medikamente bekommst du, und das ist ja so ein stetiger Prozess, also je schlimmer der Krebs fortschreitet, umso schlimmer kannst du Schmerzen bekommen, eventuell, das ist nicht bei jedem so. Ja, und dann müsstest du eh neu eingestellt werden, oder deine Medikamente müssten erhöht werden. Wenn es dir doch so schlecht geht, willst du das wirklich mit Palliativ und Hospiz? Meinst du nicht, zu Hause wäre es angenehmer? Es gibt eine ambulante Hospizpflege, die ist auch in der Nähe und die haben Palliativärzte, die haben Pflegepersonal, die haben ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich auch um deine Verwandten kümmern, die dir die Ohren voll heulen, die mit denen sprechen und Trauerbegleitung machen. Und eventuell hat dieser letzte Satz sie davon überzeugt. Auf jeden Fall hatten wir dann halt am Sonntag halt darüber gesprochen, dass es vielleicht doch besser wäre, wenn sie halt nach Hause kommt und dann halt selbst bestimmen kann, wann diese Hospizpflege, dieses ambulante Pflegesystem, was auch immer, wann, wie umsetzen kann. Und dann meint sie, ja, cool. Sie wollte gerne am Wochenende noch mit dem Arzt sprechen, aber Wochenende, gerade Sonntag, da ist Notbesetzung mit den Ärzten und die haben in der Notaufnahme einen Arsch voll zu tun.
Da war natürlich kein Rankommen. Aber Montag zur Visite war ein sehr netter Arzt da und sie meinte, hören Sie, Herr Doktor, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte nicht ins Hospiz, ich möchte die häusliche Pflege mit der ambulanten Hospizpflege. Und ob sie halt entlassen werden könnte. Meinte, finde ich klasse, finde ich eine gute Entscheidung, weil diese Plätze ja auch so rar sind und die machen ja trotzdem einen tollen Job. Findet er gut und ob sie denn trotzdem nochmal an diesem onkologischen Gespräch zwecks Bestrahlung, Chemo teilnehmen möchte. Und meinte, ja, er nicht eigentlich. Ne? Also ja, ist ihre Entscheidung. Selten, dass das ein Arzt da gesagt hat. Und er wollte dann halt ihre Entlassungspapiere fertig machen und meinte dann auch, ja, ich mache den Arztbrief fertig und fax ihn dann, oder Mail, fax glaube ich, ihn dann ihren Hausarzt. Und dann meinte sie, ja, das finde ich super und hatte uns dann auch Bescheid gesagt, ja, ich kann heute entlassen werden. Und da waren wir natürlich sehr, sehr happy und kaum war der Arzt aus dem Zimmer, kam der Oberarzt dieser Station rein und meinte, ja, aber wir müssen jetzt nochmal sprechen hier wegen der onkologischen. Und sie so, nee, muss ich nicht. Das ist für mich keine Option, das möchte ich nicht. Und der war irgendwie angepisst, weil er meine Mutter jetzt nicht retten konnte, keine Ahnung, oder bekehren konnte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte sie den anderen Arzt dann nochmal gefragt und meinte, ja, meine Töchter sind schon auf dem Weg. Auch wenn der Arztbrief noch nicht fertig ist, kann ich schon mal packen und können die mich abholen? Und meinte er, ja, ja, das ist gar kein Problem, ich mache das fertig, schicke das hin. Gut, und dann sind wir. Das war am Montag, den 18.05. Meine Mutter bekommt Opiumpflaster, also nicht mit Opium, aber es ist ein Opiat. Und das musste sie am nächsten Tag wechseln. Also es hält immer 3 Tage. Über 3 Tage gibt es das Medikament ab. Wir sind dann vormittags zum Arzt gefahren und meinten, ja, hier, der Arztbrief müsste schon bei Ihnen sein. Ich bräuchte die Rezepte für die Medikamente. Und dann so, ist noch gar nicht da. Wir fordern das an. Kommen Sie mal gegen 16, 17 Uhr. 17, 18 Uhr? Ich weiß nicht. Kommen Sie dann nochmal vorbei und sie guckte mich an und meinte zu mir, ich könnte auch alleine kommen, um das Rezept abzuholen. Das wäre kein Problem. Und da dachte ich mir, okay, da muss meine Mutter sich nicht bemühen, weil für sie ist das ja auch anstrengend, weil es sind ja auch Treppen und mit diesem Thrombosestrumpf Treppen steigen. Es sieht echt ungelenk aus. Gut. Wir waren dann soweit nochmal, glaube ich, einkaufen, haben ein paar Sachen erledigt, sind wieder nach Hause. Meine Mutter konnte schon die Beine hochlegen, hat sie natürlich nicht gleich gemacht, aber okay. Und meine Schwester und ich sind dann nochmal losgefahren gegen 17 Uhr, um und bei 17 Uhr und ich wollte das Rezept rausholen. Sagt sie, wir haben keinen Arztbrief bekommen. Und sie hätte da mit dem Oberarzt telefoniert, der Sympathische. Und meinte, ja, also der hat gesagt, ihre Mutter hätte fluchtartig das Krankenhaus verlassen auf eigenen Wunsch. Und dann meinte ich, nee, nee, nee. Und sie hat auch nicht sowas unterschrieben und hat hier nichts eigens verlassen. Das dachte ich mir, wieso erzählt man denn sowas? Naja, auf jeden Fall war aus dem ersten Brief oder aus diesem vorläufigen Brief, der da doch irgendwo eingetrudelt ist oder nach der Operation, stand drauf, dass sie halt diese Pflaster bekommt und 2 andere Medikamente, also Blutverdünner und Schmerztabletten noch dazu. Und dann musste ich warten und warten und warten, dass ihr Hausarzt, wo ich saß, die 2 Rezepte, also einmal für Betäubungsmittel und einmal das normale, unterschreibt. Es hat ungefähr 1/2 Stunde gedauert und meine Schwester saß da und meinte, was war denn da los? Ich wäre hier fast eingeschlafen. So, und dann hatte ich die Arzthelferin gefragt, wegen dem Pflaster, kriegen wir das denn jetzt auch in der Apotheke? Also ist das vorrätig? Ich meinte, ja, das geht leider sehr oft hier über den Tisch. Also sehr viele Patienten, die halt diese Opiatpflaster benutzen müssen. Und dann meinte ich, okay, dann sind wir zur ersten Apotheke. Na, dann meinte sie, ja, ich könnte es zum Morgen bestellen, meinte ich. Tut mir leid, ich brauche das heute Abend noch. Dann sind wir zur nächsten Apotheke und dann meinten die auch, das haben wir nicht vorrätig.
Sie kommen jetzt aber auch ein bisschen kurzfristig. Dann meine ich, ja, wir waren heute Vormittag schon beim Arzt, aber Arztbrief war nicht da und wir sollten jetzt wiederkommen, deshalb sind wir so unflexibel jetzt zeitlich. Dann meinen sie, ja, wir machen ja auch in 1,5 Stunden zu oder 1 Stunde. Meinen sie, aber warten Sie mal, ich. Und dann hatte sie ihre Kollegin gebeten, bei einer Notapotheke in Elmshorn anzurufen, ob die das noch irgendwie über diesen Abend hin bestellen können. Und der meint sie, ja, sie kriegen einen Anruf, wenn sie es bestellt. Also sie können es wohl bestellt bekommen, aber sie weiß noch nicht wann. Um kurz nach 9:30 haben wir dann den Anruf bekommen. Ja, sie können jetzt losfahren, aber auch ganz in Ruhe, also bis 22 Uhr, aber sie hätte auch noch länger auf. Es ist jetzt eben eingetroffen, wir können es abholen. Wir also losgehetzt, wir waren in, weiß ich nicht, also viel zu schnell waren wir da, es war ja auch nichts los, war ja kein Verkehr. Und sie meinte auch, sind sie geflogen? Das war jetzt echt rasant. Und ja, haben dann da halt noch das Medikament geholt. Meiner Mutter ging es bestens. Also sie hatte dann noch von der Mutter, also von meiner Tochter, der Freund, die Mutter ist Heilpraktikerin. Die hatte ihr noch so ein paar Sachen zusammengestellt aus Ölen, mit Lavendel zur Beruhigung und auch hochkonzentrierte CBD-Tropfen. Meine Mutter ist ja so gern, also die Droge meiner Mutter ist Kaffee. Und sie hat früher auch geraucht, aber Kaffee ist so ihre Droge. So. Sie liebt Kaffee. Und alles andere erkennt sie nicht. Ja, sehr unbedarft. Und da ist ja nur 0,02% THC oder so drin, also keine berauschende Wirkung, sondern einfach nur so dieses Gute, also beruhigend, schmerzlindernd, Nerven, dies, das, jenes. Und sie meinte aber so, oh, weiß ich nicht. Traue ich mich irgendwie nicht so. Ich so, naja, da kann ja nichts schief gehen. Du kannst ja 2, 3 Tropfen probieren. Und das war dann ein kleiner Kampf, sie davon zu überzeugen. Aber ich bin so ein CBD-Öl oder halt auch Marihuana für halt Tremor-Patienten, für Tourette-Patienten, für Spastiken etc. pp. Es sind, man sieht es ja immer wieder, dass es gut hilft. So. Ich selber vertrage es gar nicht, also lass es. So, dann habe ich sie davon abends überzeugen können, weil sie meinte, okay, wenn es jetzt halt Kacke wird oder was auch immer da passieren sollte, dann würde sie halt einfach ins Bett gehen. Und ich habe ihr dann 3 kleine Tropfen unter die Zunge getröpfelt und sie dann so, okay. Und dann hat sie nachgespült und meinte, ach so, das schmeckt ja gar nicht so schlecht. Und es ging ihr gut. Surprise, surprise, es ging ihr gut und es war auch alles gut und jetzt ist sie auch ein Fan davon. Sie hatte jetzt auch mal morgens 2 und abends 8 probiert und meinte, oh, dann musste ich aber ganz schnell ins Bett. Also da war dann schon so. Ja, meine Schwester, also wir sind ja dann auch bei meinen Eltern geblieben. Also kurz, wir haben montags schon gepackt und als es hieß, wir können sie abholen, haben wir alles ins Auto und sind quasi nochmal einkaufen gegangen, haben viel zu viel Scheiße gekauft in verschiedensten Läden. Das steht da jetzt noch. Also nicht in den Läden, sondern bei meinen Eltern. Und haben uns halt damit einquartiert. Und meine Schwester war, die ist echt eine Glucke. So, wo gehst du hin? Was machst du? Kannst du das mal stehen lassen? Das räume ich weg. Und meinte meine Mutter am nächsten Morgen so, ich gehe jetzt schnell duschen, nicht, dass deine Schwester runterkommt und mit mir duschen gehen will. Sehr lustig. Hatte meine Mutter halt, weil ihre Haut ja durch die ganzen Antibiotika noch so in Mitleidenschaft geraten ist, ölt sie sich halt nach dem Duschen ein und trägt dann halt erstmal einen Bademantel. Und sie hatte halt ihre Unterwäsche und Shirt und Hose im Wohnzimmer hingelegt und kommt meine Schwester runter, meine Mutter noch im Bad, kommt mit der Unterwäsche meiner Mutter und sagt: Hat sie die jetzt etwa vergessen? Und ich so, nein, die will sich später anziehen. Sie hat sie nur rausgelegt. Ach so, ich so, du brauchst jetzt nicht hinterher stürmen. Alles gut. Oh
Gott, es war schon ganz witzig. Mittwoch. Mittwoch der. Puh, lass mich mal gucken. Also vor einer Woche. Heute vor einer Woche war der. Scheiße, was war denn da? Der 20. Der 20.05. Ah nein. Dienstag. Der 19.05. Dienstag, der 19.05. muss es gewesen sein. Ja. Rief Franz mich dann an über FaceTime. Also wir hatten ja auch so telefoniert und gefacetimed. Und da haben wir uns halt getrennt. Und ich so, okay, das sagst du mir jetzt so? Er so, ja, wenn du Donnerstag nach Hause kommst, dann ist er auch kacke. Das Erste, was ich dann sage, ist er, ja, ist schon okay. Und dann haben wir halt am Telefon erstmal ein paar Sachen geklärt. Also es waren mehr so praktische Sachen. So, kannst du denn schon kündigen? Wie sieht's aus? Dies und das. Also ja, muss ich alles noch klären. Aber alles sehr gefasst und sehr ruhig. Also wir hatten ja auch unsere Problemchen. Und er ist in Hamburg halt einfach nicht glücklich. Also nicht glücklich, macht mich nicht glücklich, wir sind nicht glücklich. Und bevor wir uns hassen, und wir waren ja nun mal beste Freunde früher, ist es, glaube ich, wirklich das Beste. So, natürlich liebe ich ihn noch und ich glaube, also ich kann mir gar nicht vorstellen, mit irgendjemandem alt zu werden, der nicht Franz ist. Aber ja, also es ist halt jetzt so, wie es ist und es geht ihm gut und es geht mir gut und wir leben auch noch zusammen. Es kann jetzt, also es geht jetzt alles ganz schnell. Er konnte relativ schnell kündigen. Er plant, also wir packen auch schon Sachen. Wir wohnen aber trotzdem weiterhin jetzt, also die restliche Zeit ganz normal zusammen. Es hat sich nicht so wirklich viel aktuell geändert. Und das ist so gerade so der Stand. So, meiner Mutter geht es nach wie vor sehr gut. Wir waren am Donnerstag, bevor ich nach Hause gekommen bin, waren wir noch bei einer Heilpraktikerin. Da war ich eben, glaube ich, auch stehen geblieben. Also von meiner Tochter, der Freund. Die Mutter ist Heilpraktikerin. Die hatte ja dieses CBD-Öl und Lavendelöl und einjährigen Beifuß sehr zu empfehlen für viele Sachen. Hatte sie meiner Mutter schon mitgegeben und nun meinte sie, komm, also irgendwie über die Kinder sind wir ja schon irgendwie auch zusammen und ich würde dir gerne helfen. Oh, ich würde gerne so eine Nervenverbindungsbehandlung machen, die echt spektakulär war. Also hätte ich es nicht gesehen, hätte ich es, glaube ich, nicht geglaubt. Das war schon ziemlich beeindruckend. Wir sind dann viele Sachen durchgegangen und worauf sie achten sollte, ernährungstechnisch, also keinen raffinierten Zucker. Der raffinierte Zucker, ne? Der macht so viel aus. Ich liebe ihn. Ja, und also wir haben viele Sachen besprochen und ich würde es euch erzählen, aber eventuell gebe ich es falsch weiter. Und auf jeden Fall war das sehr nett, dass sie das auch angeboten hat. Und es war auch eine ganz tolle Erfahrung. Und meine Schwester hat nun im Auto gewartet und ich sollte halt mit rein, weil ich halt sehe, wenn meine Mutter das nicht verstanden hat. Das war ganz lustig. Sie hatte halt was erzählt und Fachbegriffe benutzt. Und ich guckte so und sah im Augenwinkel meine Mutter, die irgendwie auch so guckte. Und ich meinte, ich habe nichts verstanden. Es tut mir leid, ich kann es dir jetzt nicht erklären. Ich weiß, du hast es auch nicht verstanden. Und meinte sie, okay, da bin ich ja beruhigt. ja, auf jeden Fall hatte meine Schwester im Auto gewartet. Und dieser Termin zog sich statt 1,5 Stunden auf 2,5 Stunden. Und meine Schwester saß die ganze Zeit im Auto. Das tat uns echt leid und wir hätten uns auch noch rausgesetzt, ein bisschen gequatscht und aber dann meine ich, nee, meine Schwester ist im Auto, also quasi so wie der Hund ist im Auto. Also oh, das tat uns echt leid, dass sie so lange gewartet hat, aber sie meinte, nö, ich habe ein bisschen genickert und ich habe ein bisschen am Handy gespielt, war alles gar kein Problem. Ja, die haben mich dann nach Hause gebracht und wir haben dann darüber so philosophiert und dass es eigentlich ganz gut ist, was auf den Rippen zu haben, gerade wenn man irgendwie Krebserkrankungen überstehen muss, ob es jetzt Bestrahlung ist oder halt Chemo. Meine Mutter hatte ja damals sehr, sehr viel, also 10 bis 15 Kilo abgenommen. Und hätte sie nicht ein bisschen Polster gehabt, dann so.
Dann meinte meine Schwester, die dumme Sau, ja, also du würdest ja locker 3 Behandlungen überstehen. Also müsste ich 30 bis 45 Kilo müsste ich abnehmen, hat sie mir damit also gesagt. Das fand ich schon ein bisschen krass. Ja, ich habe 15 Kilo, die ich gerne loswerden möchte. Ich möchte aber auf keinen Fall wieder so dünn werden, wie ich früher war. Und die Aussage so, ja, 3 Behandlungen, also quasi mindestens 10 Kilo, würde ich gut wegstecken. Das hat mich schon ziemlich verletzt. Also das war auch einfach nur so eine hässliche Aussage von ihr. Und sie meinte, wieso, du hast doch gesagt, ich soll irgendwie locker sein. Und ich so, ja, aber das wäre jetzt einfach nur hässlich und gemein. Sie, ja, und was bringt es dir, jemanden zu sagen, der zu viel wiegt? Ey, du wiegst zu viel. Das bewirkt ja nur, dass die Person sich schlecht fühlt und sich wieder in Essen oder sonst irgendwelche, also es ist ja nicht immer nur Essen, also bei mir ist es ja nicht das Essen, sondern eher das, was ich an Softgetränken zu mir nehme. Ja, das war nicht so ein schöner Abschluss, da war ich dann auch echt verletzt, weil ich so viel mit meiner Schwester in den letzten Wochen durchgemacht habe, dass ich, also das war halt ein bisschen beschissen. Gut, also nach Hause und hier lief es dann ganz normal weiter. Also ja, getrennt. Wir packen jetzt. Es geht alles viel schneller als gedacht. Also auch, dass wir die Sachen trennen können. Es läuft sehr freundschaftlich ab. Bei Sachen, wo wir uns nicht so sicher sind, kannst du die eher gebrauchen, brauchst du das? Ist es eher so, nee, kannst du behalten oder doch, nimm mit. Also das läuft schon ganz überraschend. Und mir geht es überraschend gut. Also für das, was in letzter Zeit bei mir so passiert ist, muss ich echt gestehen, also entweder bin ich eine krasse Verdrängerin oder ich habe es einfach so akzeptiert, wie es ist. Also wenn man sich das mal anguckt, ich habe ja über Zeitarbeit bei der Lufthansa Technik hier in Hamburg gearbeitet und das 2 Jahre lang und alles toll, alles super, sehr gerne. Und meine Stelle sollte ausgeschrieben werden oder war gerade ausgeschrieben und dann fing das halt so krass an mit Corona. Und da mussten halt erst, also was passiert, wenn du finanziell in einen Engpass gerätst, du kündigst erstmal alle Verträge, die du kurzfristig kündigen kannst oder pausieren kannst, um Kosten einzusparen. Etwas, was du und ich zu Hause genauso machen würdest. Und das Schnellste, was du loswerden kannst, sind halt Menschen über Zeitarbeit. Also wurden erstmal alle Zeitarbeiter zum 31.03. freigestellt oder halt entlassen. Also der Vertrag wurde aufgehoben. Zwar die Info, so wir möchten alle von euch wieder haben, wenn es weitergeht, aber aktuell geht es halt nicht. So. Super traurig, gerade wenn man so weiß, okay, meine Stelle ist ausgeschrieben, dann muss ich jetzt die Bewerbung fertig machen und dann so, ja, die Stelle streichen wir wieder. Die wird jetzt nicht besetzt. Das heißt, ich bin seit 1.4. in 100% Kurzarbeit durch meine Zeitarbeitsfirma. Was ich der Zeitarbeitsfirma sehr hoch anrechne, natürlich wird das finanziert, aber trotzdem, sie entlässt niemanden von uns. Sie haben sich jetzt ein bisschen breiter aufgestellt, dass sie verschiedene Bereiche eher abdecken, weil es war eigentlich nur Flugverkehr abgedeckt, also Mechaniker im Flugverkehr. Und versuchen halt alle in Beschäftigung zu halten, bis es halt nicht mehr funktioniert. Ich kenne auch andere, die bei anderen Zeitarbeitsfirmen gearbeitet haben, die mit dieser Kündigung komplett entlassen wurden und arbeitslos waren. Das ist schon dramatisch. Also ich habe meinen Job, den ich echt liebe. Ich liebe meine Kollegen. Ich mag die Arbeit. Es war sehr kreativ und es war genau das, was ich machen wollte. Ich vermisse die Leute natürlich. Das ist etwas, was mir jetzt passiert ist. Dann wurde meine Mutter so doll krank und da dieses Auf und Ab und jetzt halt auch dieses, okay, Hospiz ist erstmal ganz runter und jetzt geht es ihr halt gut und wir wissen nicht, was kommt auf uns zu. Es war aber jetzt erstmal okay, wir haben jetzt einen wichtigen Bescheid gesagt, so es sieht so aus, als ob sie demnächst sterben wird und jetzt sieht sie eher so aus, als wenn sie so weitermacht, dass sie, meine Schwester sagt 10 Jahre, das wäre schön, aber vielleicht doch noch 2 Jahre schafft.
Also es kann natürlich 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate, 2 Jahre, 20 Jahre werden. Und ich glaube, diese Verbindung aus Medikamenten, also Schmerzmitteln und Blutverdünnern und die ganzen aus der Heilpraktikerschiene, das zusammen ist eine richtig gute Kombo, um es so erträglich wie möglich zu machen, so angenehm, so leicht wie möglich und vielleicht dadurch einen neuen Lebensmut, also eine Behandlung wird sie nicht machen lassen, aber vielleicht mit diesen Medikamenten einfach noch länger lebt, als wir jetzt befürchtet hatten. Das kam dazu. Nun hat Franz sich getrennt, und ich möchte betonen, dass Franz sich getrennt hat von dieser tollen Frau. Das wird er natürlich sehr bereuen. Ich meine, ja, wir hatten echt Diskussionen und ich hatte auch schon öfter gesagt, vielleicht sollten wir uns trennen, weil es einfach nichts mehr bringt. Es kam nicht so aus heiterem Himmel. Der Zeitpunkt ist natürlich jetzt, denke ich, schlecht. Finanziell geht es mir so, naja. Und dann werden die Kosten ab Juli auch nicht mehr geteilt. Das ist natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen schwierig. Ich meine, ich habe noch ein paar Ersparnisse. Mir wird es nicht an nichts fehlen und ich muss halt einfach nur ein bisschen kürzer treten. Das heißt, Make-up-technisch ist das, was ich hier habe, jetzt erstmal alles. Da kommt jetzt erstmal nichts dazu. Gut, aber es sind so 3 Sachen, die gerade über mich drüber gebrochen sind. Bei dem ersten dachte ich mir so, naja, okay, das wird wieder. Das zweite ist jetzt soweit akzeptiert, also es wird irgendwann passieren, aber ich habe versucht, mit ihr alles zu klären. Wie möchte sie ihre Beerdigung haben? Was muss noch gemacht werden? Woran sollen wir denken? Wie läuft das? Also einfach nur, dass ich so gut informiert bin, dass es am Ende so ist, wie sie das haben möchte. Das hatte sie natürlich schon mit meinem Stiefvater besprochen, aber in großer Trauer möchte ich nicht diese Diskussion mit ihm führen müssen. Ich möchte das einfach wissen und mit ihm daran arbeiten, also die Sachen umsetzen. Und nicht erst, okay, was müssen wir jetzt tun? Wie hätte sie es gern, bla bla bla, sondern, okay, du weißt jetzt gerade nicht weiter, dann weiß ich das und so. Und also, ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ich stürze mich dann lieber in die Organisation. Und das mit Franz, dadurch, dass das halt so gut ist, dass wir so freundschaftlich, so ein gutes Team sind, bin ich jetzt gerade, also bin ich traurig? Ich bin traurig, dass es nicht funktioniert hat. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Klingt vielleicht ein bisschen schizophren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es mir tatsächlich gut. Und ich freue mich auch, wieder alleine zu wohnen. Also Rambo bleibt ja hier. Aber ja. Ja, mal gucken. Also entweder bricht es irgendwann komplett über mich ein oder ja, vielleicht bin ich emotional auch einfach nur völlig im Arsch. Das glaube ich nicht. Nee. Nee, nee. Naja, und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal eine Sache loswerden, was ich immer wieder lese, was ich auch denke, das ist so kurzsichtig. Ich habe ja nun meinen Job erstmal verloren, in der Hoffnung, den irgendwann wiederzubekommen. Das waren aber nicht nur die Zeitarbeitsmitarbeiter, die entlassen werden mussten, sondern es ging dann auch irgendwann in vielen Bereichen an die, die in Probezeit sind, weil man die Kosten so weit minimieren muss. Um Menschen oder die Firma in Kurzarbeit zu schicken, muss man halt alles, was nicht 100% standfest ist, quasi minimieren, um zu sagen, wir haben nicht genug Arbeit, was ja in dieser Branche Flugverkehr bla zurzeit so ist. Es ist ja alles zum Erliegen gekommen. Wir haben nicht genug Arbeit, um die Leute zu beschäftigen. Deshalb müssen wir Kurzarbeit anmelden und halt die Hilfe vom Staat benötigen wir, weil es kommt nichts rein. So, und ihr müsst euch, also es gehen jetzt viele Firmen knapsen da dran. Alle, die fliegen, müssen ihre Motoren, die Turbinen, die Triebwerke quasi reparieren lassen. So, wenn sie aber nicht fliegen,
haben sie keine Einkünfte, um das zu bezahlen. Das heißt, die bleiben alle am Boden, weil zurzeit nicht geflogen wird. Das heißt, wir hätten, also ich war halt im Triebwerksbereich, da war keine Arbeit. Oder Arbeit, aber niemand, der bezahlen konnte. Man wurde die Sachen halt nicht wieder los. So. Und jetzt ist es komplett zum Erliegen geblieben, weil die meisten Firmen sich das nicht leisten können, ihre Flotte auf Vordermann zu bringen, wenn nicht gleichzeitig halt vom regulären Flugverkehr Gelder reinkommen. Und dann lese ich ganz oft, ja, vielleicht sollten wir für BMW, Lufthansa etc. pp. Diese ganzen Großkonzerne einfach mal klatschen, so wie wir es bei der Pflege gemacht haben. Da möchte ich bitte einmal sagen, das ist ein bisschen kurz gedacht und auch nicht besonders gut reflektiert, weil Pflege auf jeden Fall, also auch in meinem letzten Video, wo das überhaupt nicht das Thema war, ich rechne das jedem hoch an, der überhaupt sagt, ich gehe in die Pflege, ich mache diese Ausbildung und ich mache diesen Beruf oder ich gehe ins Studium. Wirklich großes Chapeau an alle, die das machen, weil das körperlich-geistig sehr aufwiegelnd ist und jeder, der diesen Beruf erlernt, natürlich weiß das von Anfang an, da verdient man nicht die Welt, aber man hat auch keinen Hungerslohn. Wenn man mit den Schichten, also von Tag auf Nacht und früh ein bisschen spielt, kriegt man auch Pauschalen ausgezahlt und auch nach 3 Monaten einen anderen Nachtzuschlag oder Wechselschichtzulage heißt es, glaube ich, die einmal bis zu 3 Monate steigt. So war es bei uns und ich glaube, das ist in vielen privatisierten Krankenhäusern so. Und ich weiß von einigen, wie viel sie verdient haben und das war jetzt nicht die Welt, aber auch nicht, dass man sehr knapsen musste. Und natürlich ist es anstrengend, aber nicht nur der Beruf ist sehr anstrengend. Es gibt viele sehr unterbezahlte Berufe, wie dem auch sei. Die Firmen, um die es da geht, zum Beispiel Lufthansa, da geht es nicht darum, jemanden besser zu bezahlen, so wie es in der Pflege gerne gefordert ist. Es geht darum, Jobs aufrechtzuerhalten und diese Firmen vor dem Konkurs zu bewahren. Das sind 2 komplett verschiedene Paar Schuhe. Sollte die Pflegekräfte mehr Gehalt bekommen? Auf jeden Fall. Aber da sind wir hier an der falschen Stelle. Oberärzte, Chefärzte, Assistenzärzte nicht, aber Oberärzte, die kriegen jährlich echt viel Geld in den Arsch geblasen und auch Bonuszahlungen. Die Eine Kollegin hat aus Versehen mal auf so einen Brief geguckt und das gesehen und deswegen geht es dann halt vom Chefarzt prozentual runter. Und natürlich auch ans Management wird da einiges bezahlt. Da sollte man ja eher an diese Türen klopfen und sagen, ey, ihr steckt da so viel Geld ein, vielleicht solltet ihr die Sachen lieber an die Pflege, die tatsächlich die ganze Arbeit machen, bla bla bla, ausschütten. Und da, also versteht ihr, ich sage nicht, dass die genug verdienen oder gerechtfertigt verdienen, aber es liegt nicht an der Gesellschaft oder an den äußeren Umständen, sondern an den Krankenhäusern selber, an dieser Bezahlstruktur. Ich will Ärzte gar nicht schlecht machen. Die haben ein langes Studium und während der Assistenzarztzeit verdienen die Appel und ein Ei. Also wirklich, wirklich, also unter auf jeden Fall. Da geht es nur darum, um diese Jobs aufrecht zu erhalten und diese Firmen von dem Konkurs zu bewahren, wo sehr, sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Und du kannst keinen Arbeitsplatz retten, indem du mal eben klatscht. Deshalb finde ich, also das lag mir noch so ein bisschen auf dem Herzen, weil das unreflektiert ist und sich viele darüber lustig machen, warum Großkonzerne so viel Geld in den Arsch geblasen werden. Ja, auch da ist es so, dass die Gewinne ungerecht verteilt werden. Bei Lufthansa muss ich sagen, ist es ganz nett ein bisschen aufgeteilt, also bei der Technik. Aber trotzdem natürlich ein bisschen unfair. Aber darum geht es in diesem Fall halt nicht, sondern es kommt halt jetzt gerade nichts rein. Man verdient nichts. Die stehen halt davor, wir müssen noch mehr Menschen entlassen, die dann alle arbeitslos werden und dann mehr als 9 Milliarden Euro kosten werden langfristig. Das wollte ich noch loswerden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest meine Stimme ertragen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.